Die 365 Questen Challenge ist eine Kooperation mit anderen YouTubern. Ich verlinke euch alle unten, die was mitmachen. Es machen auch Blogger mit, so wie ich. Das fünfte Monat ist rum. 365 Questen Challenge 2018. Ja, Servus Madeln und Mana. Ich versuche dieses Video jetzt unter 6 Minuten zu kriegen. Tag 1. Wer war heute nett zu dir? Mein Sohn. Tag 2. Mit wem hast du zuletzt gesprochen? Meiner Mutter. Tag 3. Was lässt dich lebendig fühlen? Mein Sohn. Tag 4. Den Laden, den ich am häufigsten besuche, ist. Wenn das Internet zählt, Amazon. Sonst Spar. Tag 5. Wie hast du dich heute entspannt? Gar nicht. Tag Nummer 6. Beschreibe deinen Lieblingsschuber, welches du gerade besitzt. Viele Schuhe? Beige-schwarz gibt's in allen Farben. Tag Nummer 7. Welche Regel hatte den meisten Einfluss auf den Tag heute? Keine Ahnung. Welche Regel? What the fuck? 8. Tag. Wie viele Schuhpaare hast du? 2 Paar Schuhe. Filler. Okay. Ja. 9. Tag. Heute verlor ich, keine Ahnung, gar nichts, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Haare, null Ahnung. 10. Ich wünschte, Punkt, 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 wäre nie erfunden. Wäsche. 11. Was ist das Teuerste, das du besitzt, was du tragen kannst? Gar nichts. 12. Wie viel Geld ist in deinem Geldbeutel gerade? Über Geld redet man nicht, oder? 1 Million, 100.000 Millionen. Scherz. Frage Nummer 13. Tag 13. Warum war der heutige Tag einzigartig? Weil es Sonntag war und wir gechillt haben. Frage 14. Was hast du heute nicht fertig gemacht? Videos schneiden. Habe ich nicht fertig gemacht. 15. Das Wetter war heute bescheiden, es hat nur geregnet. Ja, so war der 15. 16. Was war in deinem E-Mail-Postfach heute? Werbung. Scheiße. Werbung. Scheiß. Werbung. 17. Was wünschst du dir heute nicht gesagt zu haben? Gar nichts. 18. Was war die größte Entscheidung, die du heute gefällt hast? Diese Entscheidung wisst ihr selber. 19. Worauf wartest du? Okay. Auf was habe ich den am 19. gewartet? Auf meinen Strike, und den habe ich bekommen. Kann passieren. Wer mit Ehrlichkeit nicht umgehen kann. Ja. 20. Welche Wahrheit beschreibt deinen Tag am besten? Dass ich erfolgreich war. 21. Was ist das Letzte, wofür du dich beruhigt hast? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht.
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Beschreibe deinen Tag in einem Satz, der auf 6 Wörter besteht. Frage 22. Ich habe jetzt 6 Wörter genommen. Verschlafen, Zahnschmerzen, Kopfweh, müde, aufgeregt, sorglos. Ja, bildet euch halt damit einen Satz. 23. Was war das Letzte, was dich verletzt hat? Hau bloß ab, du fette Sau. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Wirklich nicht. Und ich muss ehrlich sagen, das macht mir zum Schaffen, weil ich nicht weiß, wo ich hingehen soll. Aber eigentlich hat mich gar nichts verletzt. Frage Nummer 24. Hast du deine Zeit heute weise genutzt? Ja, habe ich. Ich habe alles hergerichtet für die Hochzeit, was ich mitbrauche. Ein Wechselgewand und bla bla bla. Und das Video wird länger als unter 6 Minuten. Fuck. alles, was ich brauche, ist für mein Kind. Frage Nummer 25. Hattest du letzte Nacht einen Traum? Beschreibe ihn. Ich hatte wahrscheinlich einen Traum, nur kann ich mich nicht daran erinnern, aber shit happens. Frage Nummer 26. Wohin wünschst du dich? Ins Bett. Frage 27. Was für Musik hast du heute gehört? Andreas Gabalier, verdammt lang her. Das ist ein Ohrwurm, dank Brexos. Frage Nummer 28. Woran hattest du heute am meisten Spaß? An meinem Abonnentenanstieg. Ein Wahnsinn. Cool. Danke. Frage Nummer 29. Was liebst du am meisten von den Dingen, die du jeden Tag tun musst? Schlafen? 30. Welche Hobbys hast du? YouTube, Gaming, Lesen, ehrlich sein, fragwürdig sein, kopflos sein. Ja, das sind meine Lieblingshobbys. Und zur letzten Frage: Was war der Tiefpunkt des Tages? Der Tiefpunkt des heutigen Tages, weil wir haben ja jetzt den 31. und ich habe kein einziges Video vorgedreht. Also nicht gedreht von den Tagen her, weil ich einfach vergessen habe. Deswegen mache ich das jetzt ratschi ratschi. Und der tiefste Tiefpunkt des Tages war die Erkenntnis, dass jetzt der Juni anfängt. Ja, der Juni fängt an, meine Lieben. Das war die 365 Questen Challenge unter 10 Minuten, Gott sei Dank. Einmal. Nächstes Mal probiere ich jetzt, ob ich unter 6 Minuten das machen kann. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen Start in den Juni. Wir sehen sich wieder Ende des Monats. Tschüss. Bewegen, setz ich die rote Nase auf. Ich blamier mich für dich. Ich bin dein Freund und deswegen steh ich wieder mal blöd da.